Mission spektakuläre Rettung. Na dann. Das hätten sie sich sparen können. Da hätte Peach einfach mal ihre blonde Freundin Samus anrufen können. Die hätte ihr geholfen. Oder ihr den Anzug geliehen. Oh, direkt im Jetpack. Let's go, Raumpatrouille. Piu, piu. Sie haben unsere Forscher entführt. Was soll ihr Wissen bezwecken? Wir müssen sie retten, auf jeden Fall. Aua. Ah, den muss ich beschützen. So. Alter, so ein Jetpack hätte ich auch gern. Vorsicht über dir! Du Lümmel! Du Halunke! Danke! Das ist echtes Weltall, wer wählt die alle am Arsch? Aber warum kann ich nicht... Warum kann ich nicht nach... hinten schlagen. Ich kann nur nach vorne hauen. Hurra, der Weltraum. Fuck. Das ist also ihr Heimatplanet. Ja, den habe ich... Komm her, du Lümmel. Da, 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 weg damit. Dass Peach Haare nicht verbrennen, weißt du? Metall fängt an zu glühen, aber Peach Haar hält. Die hat nicht drei Wettertaft, die hat sieben Wetterhaft. Wir suchen die Basis von oben. Roger, ich hau hier im Boden, alles kurz und klein. Suchen wir die Oberfläche ab. Let's go. Hi. Da seid ihr also. An uns kommt ihr nicht vorbei. Also ihr habt Laserschwerter. Ich kann halt nur einen Schlag. Das ist ein bisschen schade. Ja toll, ich hätte auch einen Bus nach denen werfen können. Wir retten ein paar Forscher und nehmen den Schulbus voller Kinder und schmeißen den einfach nach denen. Kann man mal machen. Hätte ich den Bus vielleicht behalten sollen. Lol. Lauf! Guck doch nicht blöd. Zugang zur Basis verweigert. Schnell. Ja, ach nee. Weg da.
Bam! Ha! Also, ich kann ja gar nicht nach oben oder so schlagen. Und wie fandet ihr die Meerjungfrau? Wie findet ihr unsere Superheldin? Geht's euch gut? Sie sind hier, sie sind gekommen, um uns zu retten. Na klar! Oh, der Octoblockdo. Das werden wir noch sehen. Bleib hier, du Lümmel! So, da holen wir die Forscher mal raus. Super. Da seid ihr ja. Allen geht's gut. Hervorragende Arbeit. Freilassung abgelehnt. Das UFO von vorhin, das kann nicht sein. Oha. Voltron, schreitet zur Tat. Oh, Voltron habe ich früher auch geguckt. Ich finde nur keine Serien davon. Egal auf welcher Plattform du guckst. Voltron wird nirgends gestreamt. Schade eigentlich. Roboter im Weltraum, die haben mir echt gefallen. Kannst du das übernehmen? Natürlich. Roger that. Power Rage, bin ich jetzt groß geworden? Nun kann ich nichts mehr aufhalten. Erinnert mich so ein bisschen an Bayonetta. Nur nicht ganz so episch. Wie soll das denn an Bio erinnern? Ja, wird halt auch groß. Also es ein bisschen langsamer wurde, weil sie groß wurden. Nur, dass die Bayonette halt Jonas Hausdrachen noch dabei hatte und deine Madame Butterfly. Das sind ganz andere Kaliber. Aber so, das war der Kampf der Giganten von Bayonette auf Wish bestellt. Auf Wish bestellt von Alibaba. So, Mega Man. Hammer. Und dann von Temo gekauft und anschließend verkauft worden. Auf eBay Kleinanzeigen. Privat. So, wir haben im Keller noch einiges zu tun, aber hier oben will ich ganz gerne noch die Dingsbums machen. Die Eiskunstläuferin. Ansonsten müssen wir hier oben jetzt alles mit allem fertig sein, ne?